Ich verlese jetzt die Niederschrift, die amtliche Niederschrift über den Bezirk 1. Niederschrift über die Mitgliederversammlung zur Aufstellung des Listenwahlvorschlages der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands, CDU, für die Wahl der Vertretung des Stadtbezirks 1 in den Kreisverein Stadt-Leverkusen am 18. Januar 2014. Der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands, CDU, Kreisverband Leverkusen, Herr Frank Schönberger, hat am 23.12.13 durch schriftliche Einladung zu einer Mitgliederversammlung der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands, CDU, im Stadtbezirk 1 der kreisfreien Stadt Leverkusen auf heute, 18. Januar 2014, 9 Uhr nach Forum Leverkusen am Bischütterhof Leverkusen, zum Zwecke der Aufstellung von Bewerber, Bewerberinnen für die Wahl der Vertretung des Stadtbezirks 1 in der kreisfreien Stadt Leverkusen geladen. Erschienen waren um 9:34 wahlberechtigte Mitglieder aus dem Stadtbezirk 1 der kreisfreien Stadt Leverkusen. Die Versammlung wurde geleitet von Frank Schönberger, Schriftführerin war Marion Hölzgen. Der Versammlungsleiter stellte fest, dass die Stimmberechtigung aller Erschienenen, die Anspruch auf Stimmabgabe erhoben haben, festgestellt worden ist. Dass auf Ihre ausdrückliche Frage von keinem oder keiner Versammlungsteilnehmer, Teilnehmerin in der Mitgliedschaft die Vertretungsmacht und das Wahlrecht eines Teilnehmers, eines Teilnehmerin den Anspruch auf Stimmberechtigung erhoben hat, angezweifelt wird. Dass nach der Satzung als Bewerber, Bewerberin gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinigt. Erstens, dass alle stimmberechtigten Mitglieder vorschlagsberechtigt sind und eine Bindung an Beschluss anderer Organe nicht besteht. Dass den Bewerbern und Bewerberinnen und Ersatzbewerbern und Ersatzbewerberinnen die Gelegenheit gegeben worden ist, sich und nach Bedarf und ihr Programm in angemessener Zeit vorzustellen. Dass mit verdeckten Stimmzetteln geheim abzustimmen ist und dass jeder stimmberechtigte Teilnehmer in den Stimmzettel unbeobachtet kennzeichnen konnte. Die Wahl der Bewerber, Bewerberinnen und die Festlegung ihrer Reihenfolge wurden in der Weise durchgeführt, dass für die Vertretung der Stadtbezirk 1 folgender Listenvorschlag für den Stadtbezirk 1 zustande kam. Auf Platz 1 Andreas F. Eckloff, auf Platz 2 Frank Krause, auf Platz 3 Ute Pesch, auf Platz 4 Panagiotis Kalagouridis, auf Platz 5 Rudi Pavelka, auf Platz 6 Gerhard Becker, auf Platz 7 Nicole Fassbender, auf Platz 8 Norbert Brinkschulte-Mörsberger, auf Platz 5 Rüdiger Scholz, auf Platz 10 Gerd Hofmann. Einwendungen gegen das Wahlergebnis wurden nicht erhoben. Die Versammlung beauftragte Herrn Karl-Heinz Sarus und Herrn Dr. Dr. Jörg Färber, neben der Versammlungsleitung die Versicherung an alle Stadt darüber abzugeben, dass die Wahl der Bewerber, Bewerberinnen, die Festlegung der Reihenfolge der Bewerberinnen im Listenvorschlag und die Bestimmung eines Bewerbers, Bewerberin als Ersatzbewerber für den anderen Bewerber und in geheimer Abstimmung erfolgt sind. Die Wahl der Direktvertreter für die gewählten Mitglieder in alphabetischer Reihenfolge. Erstens Gerhard Becker, Direktvertreter für Andreas F. Eckler. Nicole Fassbender, Direktvertreter für Gerhard Becker. Drittens Karalambos Georgio, Direktvertreter für Panagiotis Kalagouridis. Viertens Gerd Hoffmann, Direktvertreter für Nicole Fassbender. Fünftens Rüdiger Scholz, Direktvertreter für Ute Pesch. Leverkusen den 18.01.2014. Ja, alles klar. Hier habe ich auch mit einem F geschrieben. Das war's. Ja, meine Damen und Herren des Bezirks 1, dann kann ich mich jetzt für Ihre Geduld bedanken und verabschiede mich. Wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.